Ja, willkommen zurück zu Cyberpunk. Ich spiele das jetzt gerade nochmal, weil ich was vergessen habe. Irgendwas ist schiefgelaufen mit der Aufnahme. So, machen wir nochmal. Willkommen im Jinguji. Ihr werdet das jetzt nur einmal sehen, aber ich habe das schon mal gemacht. Hier mal. Ah, sieh mal einer an. Welch schöne Überraschung. Hatte schon fast ein bezauberndes Antlitz vergessen. Das wäre doch ein Jammer. Das habe ich gar nicht gelesen. Sehe ich gerade. Okay. Willkommen zurück in unserer kleinen Oase der Eleganten. Was kann ich heute für dich tun? Vielleicht ein kleines Upgrade? Ha? Pailletten sind gerade wieder im Kommen. So, dann habe ich das gemacht. Ziemlich leer hier dieser Tage. Was soll ich sagen? Im Jinguji zählt Qualität, nicht Quantität. Nur zwischen uns beiden. Ein Hauch Eleganz kann viel bewirken. Wie man sieht, ich habe hier mal durchgeguckt. Das hätte ich kaufen wollen, aber sonst mal alles so teuer. Dann habe ich gesagt, okay, dann lassen wir es lieber sein. Wobei der... Naja, gut. So. Wach! An die Tür! Haltet ihn da fest! Mach ihn kalt! Mach ihn kalt! Auf, Moment! Scheiße, wie verschwindet das? Maxtech, sie sind schon unterwegs. Halt ihn im Schach, bis sie hier sind. Redest du mit mir? Ich will nicht sterben. So. Eröffne das Feuer! Maxtech, Gott sei Dank. Bewegung, weiter los. Ziel neutralisiert. Zeugen sicherstellen. Ja, wer hat's denn neutralisiert? Ja, unbedingt Anziehpuppe in einem Konzernladen. Hey, ich kann dich hören. Du sagst es. Hey, ihr da! Los, Augenzeugenberichte! Endlich! Jetzt nur diese Grütze auffischen, dann geht das Geschäft weiter. Situation unter Kontrolle. Alarm deaktivieren. Ich wollte die Nachricht nicht zu lesen, weil Sommerkollektion haben wir ja schon, ne? Ja, die haben wir eben schon gelesen. Setzen! Hände, wo ich sie sehen kann. Okay, setzen wir uns mal hin. In Übereinstimmung mit Artikel 105 des Cyberpsychose-Prozedurkodex werden eure Zeugenaufnahmen aufgenommen und gespeichert. Ich bin Melissa Rory, Maxtech Senior Officer. Namen und Beruf? Zane Jagger. Ich arbeite im Jinguji, einer Oase der Eleganz in... Oh, Macht der Gewohnheit. Wie? Söldner. Gelegenheitskunde von Zane. Johnny Silverhand, Rocklegende, Stimme in Wies Kopf. Halt's Maul, Johnny! Lass mich doch mal wenigstens so tun, als würde ich existieren. Ich finde das so cool. Scheint zu stimmen. Beschreib die Vorgänge ab dem Moment des Angriffs. Ich war gerade dabei, wie ein einmaliges Angebot zu präsentieren, als ich... Zane wollte mir so einen Paillettenscheiß andrehen. Der Psycho stürmte rein und nietet die Mietmuskeln um. Zane haut auf den Alarm und schließt uns mit den Wichsern ein. Danke, Zane. Mr. Jagger hat das korrekte Sicherheitsprotokoll befolgt. Er hat den Handlungsbereich des Angreifers drastisch eingeschränkt. Ja, habe ich gemerkt. Als ich in diesem winzigen Handlungsbereich Katz und Maus gespielt habe, bis ihr aufgekreuzt seid. Sonst noch was? Ungewöhnliches Verhalten? Der hat meine Leute zerstückelt und den Ruf dieses Ladens zerstört. Nein, sonst nichts weiter. Danke für die Kooperation. Das wäre alles. Forensik wurde benachrichtigt. Wird gleich eintreffen. Da habe ich gesagt, wo bleibt denn die Forensik? Jagger, der Laden bleibt geschlossen, bis die Untersuchung beendet ist. Hey, wie? Sobald der Laden wieder sauber ist, bist du jederzeit willkommen. Ich suche dir was Exklusives. Nur für dich. Danke. Wie sieht es aus? Bis dann, Zane. Zwei Tote, zwei Verwundete im Laden. Sechs Tote draußen auf der Straße. Gute Arbeit. Hast du das gespürt? Wie das Leben aus seinem Körper gewichen ist? Ja, klasse. So, jetzt gehen wir hier rum. Simsen mich gerade mal hier. Achso. Ja, genau. Da kann man nicht mit der reden hier. Und da machen wir einfach mal... Bam. Moment mal. Deine Mantis-Klingen. Das sind Higurashi 2013er. Wurden die nicht 2069 vom Markt genommen?
Die sorgen doch für Probleme mit den Neuralprozessoren. Pieksen ein Teil vom präfrontalen Kortex, der nicht gepiekst werden sollte. Sonst hätte ich mir die auch geholt. Scharfer Blick. Hab sie vor Jahren installieren lassen. Sehr präzise. Ich dachte, Maxtech hat Arasaka-Klingen als Standardausrüstung. Aber hey, so gut wie du mit den Dingern umgehen kannst. Sie erinnern mich. Wenn ich sie ansehe, sehe ich alles, was sie zerfetzt haben. Muskeln, Sehnen, Knochen, sogar Implantate. Wie ein Messer durch warme Butter. Aber jetzt bist du bei den Guten, ja? Okay. Macht ihr sie immer gleich platt? Hab gehört, Therapie kann helfen. Eine Lebendfestnahme des Ziels erhöht das Risiko für Umstehende. Wird selten gemacht. Äußerst selten. Selten? Wohl eher nie. Wie viele Psychos hast du schon gerettet? Wechsel nicht das Thema. Du hast gespürt, wie er gestorben ist. Fühlt sich das gut an, wenn das Blut noch fließt, aber er schon tot ist? Dann habe ich geschrieben, vielleicht ein bisschen. Das Adrenalin ist ganz nett, aber deine Begeisterung teile ich nicht wirklich. Du liebst die Jagd, das Töten. Völlig egal, ob es Psychos sind oder normale Leute. Wir sind gar nicht so unterschiedlich. Ich habe den Blick in deinen Augen gesehen, nach dem Kampf. Komm zu uns. Wir könnten Leute wie dich gebrauchen. Dann hab ich geklickt. Ich, ein Cop? Das letzte Mal, dass ich Cop sein wollte, da war ich 6. Aber ja, ich denk drüber nach. Tu das. Du hast definitiv Talent. Das sowieso. Gut, dann gehen wir mal raus. Hier liegt ein Arm rum. Hey, hallo, da hinten liegt ein Arm. Da lag nie ein Arm. Jetzt liegt da ein Arm. Naja, die wollen nicht hören. Na, gehen wir mal raus. Eieiei. Ja, guck mal hier, voll der Hubschrauber, voll am Regnen. Total geil. Hier hängen überlegen Leichen rum. Oh nein. Okay. Jetzt machen wir das nächste. Ne, dann habe ich jetzt gemacht, wollte ich. Was wollte ich denn jetzt hier? Genau. Hier das. Das ist das nächste, was wir machen. Genau, da. Das habe ich gemacht und dann habe ich gemerkt, dass ich irgendeine Pause drin hatte. Okay, gehen wir nochmal hin. Warum ich die Pause reingemacht habe, verstehe ich bis heute noch nicht. Also, ich will nicht. Wo bin ich denn hier? Also? Ah ja, geh doch mal hier runter. Genau, hier habe ich die Pause reingehauen. Warum habe ich denn hier eine Pause reingehauen? Das weiß ich gar nicht. Okay, wir laufen mal weiter. Dann bin ich jetzt hier entlang gelaufen. Dann habe ich gesagt, oh, ein Auto steht da. So, ist jetzt weiter. So. Okay. Okay, so war ich jetzt auch nicht. Hey, mich hat ein Tigerclaw um Hilfe gebeten. Wurde von einem gewissen Aki angegriffen. So nennen sie zumindest diesen abtrünnigen Tigerjäger. Der bringt gerade auf spektakuläre Weise seine eigenen Leute um. Ich glaube, dass Aki einen cyberpsychotischen Anfall hatte, hätte aber gerne Gewissheit. Bring ihn, wenn möglich, nicht um. Und pass gut auf dich auf dabei. Okay, dann machen wir es wieder so, wie ich es hatte. Dann haben wir hier nochmal gespeichert. So, jetzt gehen wir weiter. So. Sag euch, bis wann ich gespielt habe. Da hinten ist der Typ. Da habe ich so gemacht. Hä? Halt wieder geheilt, Sau.
Halt dich dauernd, ey, den Arsch. Hat sich wieder geheilt. Jetzt ist er nicht weg. Dann hab ich gedacht, komisch, wo ist der denn? Oh. Okay, kriegen alles wirklich noch alles noch. Vorher hatte 100%, ey, der, die Sau, die heilt sich. Ach, hier war das Gespräch. Cool, jetzt hab ich ihn anders erwischt. Aha, jetzt hab ich ihn anders erwischt. Ich musste den verfolgen bis hinten rüber. Naja, gut. Dann machen wir die hinten. Ich verspreche auch, dass ich dich nicht kalt mache. Weil da ist aber noch einer. Z. Kleine oh, pass mal auf. Ich mach speichern das mal, weil das sind ja noch. Ich weiß, wer das ist. Hör auf. Hey, keine Angst, Häschen! Genau, das war nämlich die Säcke. Gerade. Ja, dann muss der Regina noch die Antwort. Okay. Ja, das war's. So, pass auf. Ja, jetzt kommt das nächste. Ich muss gerade was trinken. Hier war nämlich, genau. Hier bin ich hochgelatscht und hab gedacht, hier oben wäre es gewesen, weil der Typ, der hier ist hier reingelaufen. Das sind noch zwei irgendwie. Okay. So, und hier hinten. Ich speichere mal ab. Ja. Diese hinten sind nämlich auch noch Leute hier. Die nicht mehr da sind. Doch, hier, da ist er. Die waren überall noch Leute. Okay. Die waren überall noch Leute. Ich killen musste. Ja, sind die halt nicht mehr da. Naja, gut, dann. Alles noch die Bewohner. Okay.
Da bin ich. Wo bin ich denn weitergelaufen? Ach, jetzt bin ich hier runter. Ja, genau. Jetzt bin ich hier runter. Und dann. Ist dir eigentlich klar, was Mom deinetwegen durchmacht? Oh nein, halt Mom da raus. Ohne meine Eddies hätte sie schon längst ins Gras gebissen. Statt hier reden, Robert. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Schade eigentlich. Aber vielleicht ist hier unten. Vielleicht sind die ja hier unten. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Hier unten. Mal gucken. Also, hier war die. Hier ist auch nichts mehr. Ach nee, ehrlich. Pass mal auf, ich bin direkt wieder da. Ja, schade. Also, das hier waren Leute, die haben hier Scheiße gebaut. Hab ich jetzt gar nicht mehr. Na, ist egal. Ist halt so. Ah, fuck it. Ehrlich. Also, rendern die. Die rendern anders. Okay. Also, Zufallsrendern. Ah, okay. Dann würde ich sagen, ich wollte ja eigentlich noch hier, mal gerade hier zu dem Typen hin. Aber wir gehen mal trotzdem mal hier durch. Ich wollte trotzdem mal durchgehen, einfach mal so aus Spaß. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas, was wir hier noch machen können. Aha, oh ja. Ah, hier haben wir welche. Siehst du, das sind die, aber die standen eben hinten. Pop. Naja, dann gehen wir hoch. Dann werden wir jetzt mal gerade zu dem Dealer gehen. Wenn das Auto ist wieder oben. Ah, der kommt. Biotechniker, Biotech. Also hier als was Biotechniker. Wir kennen doch Biotech. Hier heißt ein Unternehmen Biotech, Biotechniker.
Wir gehen mal hier rein. Heutzutage ist alles Kommerz. Diese ganzen großen Künstler, einer nach dem anderen. Wenn jemand meiner Mutter vor 50 Jahren gesagt hätte, dass Eurodyne sich an einen Konzern verkauft. Echter Rebell stirbt für seine Überzeugungen. Oder er lebt lange genug, um Teil des Systems zu werden. Gibt keine Alternative. Ganz genau, Chum. In ein, zwei Jahrzehnten wird sich niemand mehr an ihn erinnern. Dann finden sie irgendeinen hoffnungsvollen Youngster, versprechen ihm sonst was und verpassen ihm Konzernbankrott. Scheiße, ey. Kann man nicht geglaubt, Perry. Wie? Du wirst hinter Gittern verrecken! Hä? Was, steh nicht so dumm rum? Trink einen mit mir! Gibt was zu feiern! Das ist ein neues... Hallo? Was ist jetzt los? Hä? Was war das? Was war das? So, hier bin ich wieder. Hier ist mein Auto. Was war das denn? Was war das denn gerade? Ich speichere mal trotzdem hier ab. Ich konnte jetzt nichts machen. Ich öffne das nochmal. Da sitzt der. Heutzutage ist alles Kommerz. Diese ganzen großen Künstler, einer nach dem anderen. Wenn jemand meiner Mutter vor 50 Jahren gesagt hätte, dass Eurodyne sich an einen Konzern verkauft. Echter Rebell stirbt für seine Überzeugungen. Oder er lebt lange genug, um Teil des Systems zu werden. Gibt keine Alternative. Ganz genau, Chu. In ein, zwei Jahrzehnten wird sich niemand mehr an ihn erinnern. Dann finden sie irgendeinen hoffnungsvollen Youngster, versprechen ihm sonst was und verpassen ihm Konzernbankrott. Greifen den Polizisten an! Gehen wir mal raus, schnell. Was war das denn hier? Du willst mich gehen, oder? Warum? Aber ich kann hier nichts machen. Hä? Was ist das? Warte mal gerade. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise ist das doch hier irgendwas. Warte mal. Ey, ich bin jetzt mal ein bisschen komisch. Das ist echt merkwürdig gerade. Okay. Hier kann ich ja nichts machen. Kann ich nichts machen. Neutralisiert ihn! Verpiss dich, sicher! Ja, einer rennt wieder raus. Läuft weg oder was? Bitte, das ist doch nicht wert. Haftbefehl erlassen. Also ich finde das ein bisschen merkwürdig jetzt momentan.
Und steckt jetzt die, das Ding hier weg. Mit diesen Anschlägern reichst du gar nicht. Wie? Nee. So eine Überraschung. Aaron? Das steh nicht so dumm rum. Trink einen mit mir. Gibt was zu feiern. Hast den neuesten Lieutenant des NCPD vor dir. Was ist das denn? Weil ich kann ja nichts machen. Die bringen mich ja um hier. Die bringen mich auch um. Kann das sein, dass das verbuggt ist ohne Ende? Ich glaube, ich habe ein Level gefunden, was total verbuggt ist. Ich kann mir sonst nicht vorstellen. Aaron. Also, der will Schweigegeld, habe ich gehört, ne? Hatte doch gesagt. Ich guck mal gerade. Gehen wir mal ein bisschen. Der ist auf jeden Fall böse. Heutzutage ist alles Kommerz. Diese ganzen großen Künstler, einer nach dem anderen. Hätte das Jurand sich an einem Konzert verkauft. Er wird erst hinter Gittern verrecken! Was ist denn los mit dir? Wie? So eine Überraschung! Aktion gesperrt. Okay, ich würde sagen, wir machen was anderes. Hat keinen Sinn, komm.